Hi Leute und herzlich willkommen hier zu einem Assassin's Creed 3 Gameplay von mir im Multiplayer-Modus. Ja, heute mal etwas anders, denn ja, ein Gameplay eben kein Live Willkommen oder in Let's Play oder wie Sitzung. ihr das auch immer nennen wollt, sondern ich kommentiere das. Lalala, scheiße. Ich rede jetzt einfach mal so lieber, weil wenn ich jetzt hier gespielt hätte, wäre das vielleicht nicht so gut rübergekommen, denn man regt sich ja doch mehr auf oder ja, man unterhält die Leute ja dann doch nicht so, wie sie es sich so vorstellen. Deswegen heute mal anders. Ich werde jetzt mit euch mal hier so ein bisschen mich unterhalten über dieses schöne Spielchen. Ja, Assassin's Creed 3. An sich Eins muss ich über die sagen, ist es Viktorianer ein echt cooles Anhöfen. Game. Also es macht Spaß, auch offline, Ihr Team hat die das zu Führung spielen, also der übernommen. Multiplayer-Modus. Ist zwar gut, dass er da ist, aber ich finde auch, selbst Stabilität ohne ist diesen akzeptabel. Multiplayer-Modus hätte ich es mir auch gekauft. Ihr Team ist das Einfach Territorium aus dem eines Grund, weil militärischen das an sich eine Anführers übelst geile erkennt. Story hat. Ja, gut. Vielleicht gefällt die Story nicht jedem gegenüber den anderen Assassin's Creed-Teilen, die vorher ja da waren. Aber ich finde, die ist mindestens genauso gut. Halt eben anders gemacht. Und das finde ich Eins nun über wieder nicht schlecht, dass es Territorium eben des anders ist und Angegriffenen. nicht so wie sonst, dass man immer nur Eins Ezio über spielt. Ich meine, der Territorium muss des ja auch irgendwann mal Angegriffenen. sterben. Der kann ja auch nicht ewig leben. Oh ja, da habe ich mich aufgeregt, der an der Stelle bei diesem Arsch hier, ey, dass der uns so Bilder Eins über reingezogen hat und Territorium laufen des alle betäubt, ey, Angegriffenen. da habe ich so gedacht, Alter, jetzt gibt's aus dem Maul. Ja, zack die Bohne. Und um jetzt mal weiterzureden. Ja, im Gesamtpaket finde ich es jetzt nicht schlecht. Der Online-Modus ist nicht schlechter geworden. Ich finde sogar ein bisschen besser. Also ich finde den Multiplayer-Modus haben sie auf jeden Fall besser gemacht. Ich kann mich eigentlich jetzt nicht wirklich da jetzt genau festlegen, was jetzt besser war oder ob das jetzt schlechter ist, aber eigentlich ist es besser. Ist es besser. Würde ich jetzt sagen. Ja. Dominanz, um euch das jetzt mal erstmal zu erklären, damit ihr überhaupt wisst, was macht denn der denn hier jetzt überhaupt? Der steht hier so dumm rum und so und Eins dreht über sich hier rum. Territorium wird Ja, angegriffen. Dominanz ist wie Herrschaft. Und zwar, ja, es ist Herrschaft. Nee, und der Ziel des ganzen Spiels ist eigentlich, dass ihr die Gebiete haltet, also normale Gebiete einnimmt, die ihr eben haltet. Wichtig ist eigentlich, dass ihr nur zwei Gebiete haltet, denn das dritte werdet ihr nicht Eins über bekommen. Territorium Das wird wird zu angegriffen. schwierig. Also wer es, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, aber wer es schafft, wirklich der Meinung ist, er würde es schaffen, alle drei Gebiete mit seinem Team zu nehmen und die dann eiskalt abzuservieren. Umstrittenes Das möchte Team. ich dann wirklich doch erstmal sehen. Nein, aber wichtig ist eigentlich hierbei, zwei Gebiete zu sichern. Wer eigentlich zwei Gebiete hat, hat schon so gut wie gewonnen, weil man sieht das ja bei uns hier zum Beispiel. Wir haben A und B, sie haben nur C. Und für die ist es natürlich echt schwierig, die anderen zu bekommen, denn wir sehen hier, steht ja da, zwei verteidigen bei A und zwei bei B. Die beste Aufteilung, die man eigentlich haben kann. Denn wenn zwei bei A und zwei bei B sind, haben die Gegner eigentlich schon kaum eine Chance, immer beide zu überwältigen. Dort sehen wir schon, dort steht schon so ein Mongo dort oben. Ja, da, genau der. Und, ja, der will jetzt sicherlich halt versuchen, hier reinzukommen und uns das wegzunehmen. Aber das hat echt Eins überhaupt über keinen Sinn. Territorium wird angegriffen. Denn selbst wenn er es versucht, jetzt habe ich zum Beispiel hier eingesetzt, dass er sichtbar wird, dass man sieht, wer er ist und dass die anderen ausgeschaltet sind. Eins über Territorium wird Ich hätte jetzt einen angegriffen. Bodenattentat machen können, habe ich nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Das war jetzt fehl von ihm. Okay, nein, aber an sich muss ich ehrlich sagen, ist echt geil gemacht. Gut, da habe ich jetzt gefehlt. Ja, manchmal ist es auch echt schwierig, da ist die Anzeige noch da und du denkst, ja, da muss ja noch einer drinnen sein und dann, ist er der Falsche. Ja, hier, die erste Runde war bei mir jetzt noch nicht so toll. Eins ihrer Territorien wird Die war angegriffen. jetzt wirklich, naja, normal. So für mein Level entsprechend eigentlich ganz okay. Die zweite Runde, die danach jetzt gleich folgen wird, wird auf jeden Fall geiler, denn da habe ich mehr abgeräumt und noch mehr gerockt. Da kommen wir dann aber dazu, das seht ihr ja dann noch. Ja, 19 Minuten und 30 Sekunden geht das hier.
gleich mal versuchen, euch hier die ganze Zeit irgendwie zu unterhalten. Territorium wird angegriffen. Ja, und hier sehen wir das halt, wenn eins angegriffen wird, dann geht das natürlich hier immer runter, dann füllt sich das. Und wenn das gefüllt ist, kann man sich so vorstellen wie bei Battlefield 3 fast. Wenn ihr Gebiete sichert, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und da stehen zwei Typen hier. Und naja, keine Ahnung, warum die sich so schön hinstellen, dass damit wir wissen, wer die sind, aber eigentlich echt fail. Ja, der betäubt ihn jetzt und ich kill den. Naja, ist irgendwie schon ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. So, helfen wir dem mal auf. Aha, ich hab ihn aufgehoben. Ja. Und ansonsten, ja, wir machen ja dieses Projekt hier Random Games. Deswegen bringe ich jetzt mal hier so Multiplayer einfach so mal rein. Denn dieses Projekt Random Games, wie es der Name schon sagt, eben zufällige Spiele. Oder verschiedene Spiele oder wie man das auch selbst sich da an den Kopf nageln will, ist mir eigentlich egal. Und zwar geht es einfach darum, du kannst eben irgendein Game nehmen, ist scheißegal welches, Hauptsache du machst das irgendwie. Das gefällt mir auch irgendwie besser. Das ist an sich besser. Weil ich mag das nicht so, wenn ich so eine ganze Reihe spielen muss. Oder der Mongo, warum ich den jetzt nicht hier... Los, gehen, gehen, töte ihn! Ah, Mann. Da war es schon vorbei. Ja, ich lege mich zum Beispiel nicht gerne auf ein Spiel fest und let's play das dann bis Folge Millionen oder sowas. Mag ich nicht so. Ich finde das auch nicht gut, weil die Story sollte jeder alleine spielen oder wenn halt einer der Meinung ist, okay, ich guck's mir bei dem an, um eben hier Erfahrung oder irgendwas zu sammeln. Okay, aber ich mach's einfach schon nicht, weil es machen einfach zu viele. Das machen so viele Leute, Spiele zu Let's Playen, also hier so eine ganze Reihe, wie so eine Serie dann eben da draus zu machen. Mach ich nicht, weil es keinen Sinn hat. Da bringe ich lieber mal hier so ein Video, wo ich dann eben sagen kann, jo, ich habe eben mal Assassin's Creed gespielt aus Spaß und das aufgenommen, natürlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum mir so ein Arsch hier labert, aber das ist dann, der ist dann zum Glück rausgegangen. Das nervt mich auch immer. Das ist auch sowas, was sie noch hätten bessern können. Erstens ein bisschen noch die Verbindungen von den Servern. Dass es mal stärker aufgebaut ist. Dass es nicht bei jeder Kleinigkeit nicht verbindet oder mal dann abkackt. Obwohl das jetzt eigentlich auch hier schon noch einen Tick besser gemacht ist. Aber ich finde es noch nicht ganz hundertprozentig gut. Das gefällt mir einfach noch nicht. Die Server sind einfach noch nicht so gut bei Ubisoft, muss ich jetzt ehrlich sein. Ja, dann mit den Headsets. Ehe ich von so einem Spieler das Headset ausgeschalten habe, geht's auch schon los. Also, es ist eigentlich voll scheiße gemacht. Das finde ich bei Call of Duty wieder gut. Du gehst einfach rüber, drückst den an, mute. So muss es doch sein. Du willst doch manche einfach nicht hören. So, hier habe ich noch kurz mit meinem Vater gelabert. Ja, aber nehmen wir dann auch mal den Schurken. Mein absoluter Lieblingsfavorit in dem Spiel, weiß auch nicht. Der gefällt mir einfach sowas von. Und bald habe ich auch noch das Kostüm für den freigeschalten, dass er diese Maske davor noch hat. Das, weiß nicht, finde ich einfach nur absolut geil. Gefällt mir einfach nur. Bei dem mag ich eben eher so flink, so, weißt du, dünn, schnell, so, weißt du, einfach nur geil. Dann dieser Haken hier, immer schön aufspießen, das finde ich auch so richtig geil. Ja, aber ansonsten, es fetzt eigentlich, also online und gerade wenn man muss dann eigentlich auch mit Freunden spielen. Denn wenn du nur mit den Leuten hier spielst, das sieht man auch jetzt gleich wieder. Ich habe am Anfang keine Chance gehabt. Was sollte ich denn machen? Okay, das war jetzt wirklich ein bisschen fail, da bin ich jetzt dort genau hingehuppt. Naja, dann haben die mich auch schon gesehen, dass ich das war und der wollte mich abschießen, hat voll daneben geschossen. Hahaha. So habe ich gedacht, verwandelst du dich mal, sieht er dich ja vielleicht nicht, aber dann ja, kam er schon angerannt und ich habe Kreis gedrückt. Damals war das ja Kreis mit dem Betäuben und mit dem Scheiß. Jetzt ist es Viereck. Ja, sorry, aber ja, da muss man sich echt dran gewöhnen. Du bist am Anfang immer so, du willst Kreis drücken. Aber es ist doch fucking Viereck. Da denkst du dir auch so, mein Gott. Oh, und das kotzt dich aber dann so an. Du weißt doch eigentlich, dass es jetzt Viereck ist. Ja. Das ist jetzt gut gemacht mit dem Flüstern oder mit dem Herzklopfen. Es ist lauter, es ist besser. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Und jetzt sehe ich aber, wer das ist. Jetzt denkt er natürlich, ach ja. Und bam, schön betäubt. Und das ist halt geil an diesem Perk. Du siehst dann, wer es ist. Wer in dem Gebiet denn wer ist. So, dumm von mir war jetzt wegzugehen.
Das war jetzt eigentlich ein Scheißfehler. Hätte ich gar nicht machen sollen, weil, ja, sieht man ja, ich bin tot. Und es war aber ein ehrenhafter Tod. Diesmal habe ich Viereck gedrückt, wenigstens. Obwohl das besser, ich finde es besser, Mann. Mit dem scheiß Viereck ist besser als mit Kreis. Irgendwie. Weil mit Kreis machst du ja dann doch nochmal hier, in Aufheben oder so. Das ist, nee, das ist irgendwie geiler gemacht mit dem Viereck. Weil da musst du dich nie irgendwie erst umgewöhnen. Du kannst die ganze Zeit durch Viereck drücken. Weil manchmal habe ich beim anderen Spiel dann auch immer Viereck gedrückt, wo ich mir gesagt habe, Mann, du musst doch beim Betäuben Kreis drücken, du Dämmlack. Ah, naja. Aber es ist an sich geil. Hat Spaß gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin auch richtig gut heute in Laune hier. Ich habe richtig Bock. Entweder ich nehme dann nochmal was auf von Assassin's Creed oder mal sehen, was jetzt noch kommen wird. Ich war nämlich mal erst am Überlegen, ob ich irgendwas ja Let's Play, also eine richtige Reihe wieder. Weil Bioshock ist ja jetzt weggefallen, weil das hat jetzt mein Cousin wieder und der wollte das auch wieder haben. Und ja, mein Gott, aber ich habe irgendwie, ich bin ehrlich, ich habe keine Lust. Ja, ich habe keinen Bock. Ich habe nicht so richtig Lust, sowas zu Let's Playen richtig und mich an Tage zu halten oder an Wochen oder sowas. Ich nehme was auf, wenn ich Spaß und wenn ich Zeit habe, nehme ich was auf und rede dazu irgendwas. Weil jetzt sieht man, ich habe Spaß, jetzt macht es mir auch Spaß zu reden. Das war auch geil. Das werde ich jetzt wirklich immer machen, mich da hinstellen und die wirklich alle hintereinander hier abschlachten. Sieht man auch schön. Kommt der nächste an, will mich töten. Ja, gibt's erstmal einen schönen umstrittenen Kill. Erstmal zwei getötet. Finde ich geil. Ja. Nö, war eigentlich cool. Zwei jetzt gerade gekillt und dass man sich dahinter versteckt, das ist einfach nur so der Hammer. Das habe ich ja erst dann wirklich so gedacht, Alter. Das musst du immer machen. Dann nehmen die B, nehmen die jetzt auch nochmal weg. Aber das Geile ist, ich stelle mich dann da wieder hin und die haben es nicht gecheckt. Sind mir manchmal, naja, nicht wirklich beigelaufen, aber das sieht man doch irgendwo oder etwa nicht. So, okay, das war jetzt auch der übelst geile Kill. Schön inkognito gekillt. So muss es eigentlich ja auch sein. So, jetzt habe ich gesehen, jetzt noch so ein Mongo. Ich weiß nicht, wo der war. Ich habe den getötet, weil ich dachte, das wäre der vielleicht. Aber ich habe den auch nicht gesehen. Ihr Team hat ein Territorium. Ich habe ihn nicht gesehen. Und dann war der da irgendwo in der Menschenmenge verkleidet. Ja, das war dann halt für den Arsch. Aber keine Angst. Ich reite das Ding noch hier zum Sieg. Und mal aussagen, ich. Die anderen haben fast gar nichts gemacht, wo ich mir so sage, Alter, Leute, nehmt doch mal mit ein. Dann ja, wo wir beide Gebiete jetzt dann wieder hatten. Ja, dann haben sie mitgemacht auf einmal. Guck das mal an, 250 Punkte und 100 Punkte. Was ist denn das bitte? Hallo, das ist gar nichts. Das ist einfach nur lächerlich. Ja, ey, das ist... Hallo, und ich frage mich immer, wo die waren. Die müssen ja auch irgendwo... So, das war noch nicht. Da wollte ich ja auch erst hingehen irgendwie. Hab so gesagt, okay, der greift mich nicht an oder so. Ja, und dann habe ich mich wieder hingestellt. Das Geile ist, müsst ihr mal aufpassen. Steht gleich hier auch noch da, hier mit gelockt. Also da killen die einfach hier irgendwelche Zivilisten, weil sie denken, ich könnte das sein. Muss mal aufpassen. Da, angelockt. Fand ich so geil. Und die wissen nicht, wo ich bin. Das ist so geil, das versteckt da. Die wissen nicht, wo ich bin. Die könnten aus jeder Richtung kommen. Die wissen ja nicht, dass ich da rumstehe. Hier, der springt da rüber. Müsste mich doch verdammt nochmal sehen. Ja, und jetzt hat er mich natürlich gesehen, aber das war dann halt zu spät. Das war halt viel zu spät. Naja. Also ein Kill geht immer über Betäubung. Das ist auch schön gemacht, dass mal ein Kill über eine Betäubung geht. Weil, hallo, mal jetzt ganz ehrlich. Früher war es so scheiße, du bist hingegangen, wolltest einen killen, dann macht der, boom, haut er dir ins Gesicht oder so. Da denkst du so, Alter, was soll denn die Scheiße? Da kamen die auf dich zugerannt und haben dich umgeklatscht. Ich dachte mir so, Alter, was soll denn der Scheiß? Die können mich doch nie in meine Richtung ran drücken, einfach mal Kreis klatschen, mich um. Betäuben mich? Ich so, hallo, der Kill muss doch über die Betäubung stehen. Und hier haben sie es natürlich gemacht, finde ich absolut geil. Ja, jetzt wurde er erstmal schön gekillt. Ist zwar umstritten gewesen, aber scheiß drauf. Ja, aber was soll man sagen? Also das nächste Mal versuche ich vielleicht nochmal ein paar mehr Leute ranzukriegen, damit ich auch mal welche habe hier, die mit mir so richtig zocken. Also de, wo ich so sage, Alter, wir müssen hier so risch reinknallen, dass die Gegner gar keine Chance mehr haben. Und so muss es dann, denke ich mal, auch sein. Dann macht das Spiel auch richtig Spaß. Ich spiele das eigentlich oft mit einem Kumpel zusammen, weil alleine ist es zwar auch cool, aber ich finde, das macht mit einem Kumpel nochmal mehr Spaß. Es macht einfach mehr Spaß. Und Leute, wir gewinnen das noch, na, das ist noch so, ich bin halt der übelste Held.
Ja, also ich stelle mich hier mal jetzt so als übelsten Hero da. Ja. Und einfach nur genial. Wirklich. Macht richtig Spaß. Ich weiß jetzt nicht ganz so genau. Die meisten werden ja. Ich weiß nicht, ob viele auch Fans jetzt davon sind, von der Assassin's Creed Reihe, aber eigentlich schon. Und zwar folgendes. Denn bei mir ist es jetzt so, ich suche auch noch Leute. Ich möchte mal so ein paar Tricks von denen haben, denn manchmal bin ich ein bisschen überfragt, was so Dinge angeht, wie die ankommen, mich betäuben oder wie die das machen, dass die sich manchmal so verstecken oder dass die einen immer gleich so sehen und sowas. Also, wer Lust hat, bitte schreibt mir mal hier eine Nachricht oder einen Kommentar oder liked es oder abonnieren, ist mir jetzt egal, wie ihr das jetzt so handhabt alles. Oder ich habe meinen PSN-Account auch angegeben, hier bei auf meinem Kanal. Also bitte mal bei meinem Kanal vorbeischauen und bitte mal sich bei mir melden. Wer Lust hat, Assassin's Creed oder, ja, bis jetzt habe ich nur hier Call of Duty Modern Warfare 3. Black Ops wird vielleicht erst so im Winter, denke ich mal, kommen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es mir hole. Vielleicht, ja, und deswegen wäre es mal cool, wenn ihr euch bei mir melden würdet. Dann können wir mal so richtig geil zusammen Assassin's Creed 3 eine Runde online suchten. Ja, muss ich mal sehen hier. Ja, los. Bam. Ja, bis jetzt habe ich nur den Todesstoß. Ja, es kostet auch alles Geld. Und das finde ich auch gut. Also du hast eigentlich genug Geld. Also es ist gut gemacht. Du hast nicht zu viel Geld, du hast aber auch nicht zu wenig Geld. Du hast so Geld, dass es genau dem Level immer entsprechend funktioniert. Und dass das alles so klappt. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren irgendwie, ach, ich habe kein Geld und ich kann mir ja nichts leisten. Ja, und ich versuche eigentlich wirklich viel immer so zu machen, dass ich die auch so kille, dass es einen Bonus dazu gibt. Weil wenn du nur einen Kill kriegst, 100, und dann kriegst du mal so 50 Punkte dazu geschleudert. Nee, das ist auch nicht so geil. Aber ich glaube, ich werde es jetzt öfters mal machen, dass ich das so lieber so ein Gameplay mache. Weil, seht ihr ja, ich rede jetzt viel einfacher, viel besser, als wenn du es live aufnimmst. Es ist auch so, wer das kennt, so die Leute, die das kennen, auch Shelby, dein Cockpiter, oh, da könnte ich feiern. Und die Leute, die das kennen und selber Videos aufnehmen, die werden mich auch verstehen, dass ein Gameplay, dass das irgendwie sich geiler macht. Außer du zockst mit einer Gruppe. Dann ist live doch die bessere Variante. Das ist auch nicht das Problem. Aber wenn ich alleine spiele und sage, ach, ich nehme das mal auf hier. Ja, das ist gut, das passt. Und ja, schön umstrittenen Kill da hinten. Okay, da wurde betäubt. Naja, ich kill den jetzt, glaube ich, wieder schön. Na gut, da bin ich jetzt, glaube ich, mal hingesprintet kurz. Weil er den jetzt schon das zweite Mal betäubt hat, du Winsel, Alter. Mein schönen Partner hier zweimal betäubt, ey. Morgi, Alter. Wie kann er nur Morgi? Morgi! Wie kann er das Morgi nur antun? Ja, keine Ahnung, ich kenne Morgi nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt manche sagen, was hat denn der für Perks drin? Die sind ja irgendwie echt läppisch. Scheiße oder so. Hättest lieber das reingenommen. Könnte mir auch Tipps geben, wenn er sagt, pass mal auf, finde mal lieber das und das rein für dein Level. Entsprechend ist das doch besser. Ich habe die reingenommen, weil ich das einfach am geilsten finde. Die Perks, die ich jetzt drin habe, sind absoluter Renner, finde ich. Und wir haben gewonnen. Das ist eben auch so geil. Wir haben gewonnen. Richtig schön knapp. 4900 Punkte. Ein Held. Warum keine Zwischensequenz kam? Weil eigentlich kommt jetzt eine Zwischensequenz, wo ich nochmal rumlaufe hier und eigentlich irgendeinen kille oder so. Kam nicht. Kam nicht. Kam gleich die Anzeige hier. Aber seht ihr schon. Der Unaufhaltsame, der Sport. Ey, das ist so geil. Ey, so geil. Ich habe wirklich eigentlich fast alles alleine gemacht. Und ich muss sagen, Respekt. Und hier, ihr seht ja, fast zwei Level aufgestiegen in einem Spiel. Okay, jetzt muss ich hier langsam ein Ende finden. Ja. Na dann, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Kommentieren, abonnieren, kritisieren, wie ihr das auch immer haben wollt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, macht's gut. See you later, Alligator. Don't worry, be happy.